Hi Leute, ich bin's Albert von wparea.de und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Android-Apps auf Windows 10 für Smartphones installieren könnt. Dafür benötigt ihr einerseits einen Computer mit Windows 10, worauf ihr euch die beiden Ordner, die ihr in der Beschreibung herunterladen könnt, draufpacken müsst, irgendwohin eben, wo ihr sie dann auch wiederfindet. Dann benötigt ihr ein USB-Kabel und ein Lumia-Smartphone mit Windows 10. Dieses Smartphone könnt ihr auch direkt mit dem PC verbinden. Dann startet ihr den Ordner namens wConnect und hier habt ihr zwei Programme, die ihr installieren müsst. Einerseits IP over USB Installer.msi, hier einfach doppelt drauf tippen und dann die VC Redist x86-Exe, die dann ausführen ganz einfach und eben installieren, was ich hier bereits gemacht habe. Danach öffnet ihr eine Kommandozeile, indem ihr cmd eingibt und diese müsst ihr dann auch als Administrator starten. Bestätigt ihr mit Ja. Dann geht ihr zurück zu dem Ordner und tippt auf dem Explorer eben auf diese Zeile, kopiert euch den Pfad hier raus, dann schreibt ihr in die Kommandozeile cd, Abstand und dann eben den Pfad rein. So, jetzt schreibt ihr hier rein wconnect.exe und USB. Aber bevor ihr jetzt die Eingabetaste drückt, geht ihr auf eurem Smartphone zu den Einstellungen und aktiviert dann hier unter Update und Sicherheit für Entwickler. Einerseits müsst ihr hier dann den Entwicklermodus aktivieren, mit Ja bestätigen und dann auch die Gerätesuche einschalten. Ist ganz einfach gemacht und dann könnt ihr hier gleich die Eingabetaste drücken. So, jetzt werdet ihr nach einem PIN-Code gefragt. Den bekommt ihr, indem ihr hier unten in den Einstellungen auf Koppeln drückt. Und hier habt ihr dann den PIN-Code, diesen müsst ihr dann in euren PC reinschreiben. Also habe ich hier T8 M1 M3 Eingabetaste und schon ist die Verbindung mit dem Smartphone hergestellt. So, dieses Kommandozeilenfenster könnt ihr offen lassen, einfach minimieren, dann geht ihr zum anderen Ordner namens Platform Tools. Hier haben wir eben die Tools für Android. Auch hier kopiert ihr euch den Pfad raus und öffnet eine Eingabeaufforderung als Administrator, wieder cd und dann den Pfad rein und dann gebt ihr hier adb devices ein. Damit überprüft ihr eben, ob euer Smartphone mit dem PC verbunden ist, also als Android-Smartphone auch erkannt wird, denn das sind tatsächlich Tools, die beim Android SDK mitgeliefert werden. So, euer Gerät sollte hier als Emulator-554 Device angezeigt werden. Wenn das so ist, dann könnt ihr euch auch schon die APK-Dateien aus dem Internet herunterladen. Jetzt packt ihr am besten die APKs, die ihr installieren wollt, in den gleichen Ordner, dort wo ihr eben dieses ADB-Tool habt und gebt hier ADB install snapchat.apk ein. Ihr könnt euch denken, welche App es ist. Ist ganz logisch. Und ich habe mich hier bei Snapchat verschrieben. Also nochmal snapchat.apk. Eingabetaste und dann wird diese Datei auch schon auf eurem Windows 10 Smartphone installiert. Dauert eine Zeit lang, ist eine 20 MB große Datei und sobald das fertig ist, schauen wir uns das auf dem Smartphone an. So, jetzt zeigt er mal einen ersten Statusbericht und zwar mit einer Geschwindigkeit von 402 KB pro Sekunde wird die Datei auf dem Smartphone, also auf Smartphone geladen. Okay, so, jetzt haben wir das fertiggestellt. Dann greifen wir zum Smartphone und sehen uns das gleich mal an. So, ihr könnt das Handy natürlich jetzt auch von den USB-Kabeln freimachen. Jetzt geht ihr zurück auf den Homescreen, wischt einmal nach rechts und habt dann auch die App direkt in der App-Liste als zuletzt hinzugefügt. So, dann wird die App geladen und das zeigt auch schon, dass dieser Emulator bzw. dieses Android-Subsystem tatsächlich sehr gut funktioniert, denn diese Frage nach der Erlaubnis erfordert, dass die API von Android auch tatsächlich in eine von Windows Phone umgewandelt werden kann. Das heißt, das hier funktioniert vorerst mal und hier haben wir jetzt Login und Anmelden und wenn ich jetzt da drauf tippe, dann bekomme ich natürlich die Aufforderung, die Google Play-Dienste zu installieren. Das ist bei Android-Smartphones nicht anders, wenn eben diese Dienste nicht installiert sind.
Die Play-Dienste bekommt ihr allerdings nicht einfach, indem ihr den Play Store installiert, was ja auch viele zu glauben scheinen, sondern das ist ein deutlich schwierigerer Prozess, auch bei Android-Smartphones, die diese nicht installiert haben. Beispielsweise manche Custom-ROMs, auch ich selbst verwende so ein Android-Smartphone ohne Google Play-Dienste. Dort muss eben diese ZIP-Datei über die Recovery geflasht werden und erst dann kann man auf diese Play-Services zugreifen. Dadurch kann ich mich jetzt auch nicht hier registrieren und ich habe auch dieses Feature noch nicht implementiert. Das heißt, auch Microsoft zeigt gleich an, dass man derzeit noch auf dieses Feature nicht setzen kann. Ja, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!